Körperbeherrschung, Balancegefühl, Ausdauer und einen starken Willen. Wer bei den International Bavarian Open in Oberstdorf gewinnen möchte, muss all das beherrschen. Bei der Kür, also dem Laufen nach selbstgewählter Musik mit Pirouetten, Sprüngen und Posen, durften heute die Juniorinnen zeigen, was sie können. Ja, Oberstdorf, gerade das Eissportzentrum, hat die ideale Infrastruktur mit seinen 3 Eishallen und einer perfekten Organisation, auch hier über den örtlichen Eissportclub und den Sportstätten Oberstdorf. Und das animiert natürlich den Bayerischen Eissportverband, immer wieder zu uns zu kommen und seine Meisterschaft hier auszurichten. Und das Oberstdorfer Ambiente ist natürlich für jeden unserer Gäste auch etwas Tolles, gerade jetzt im Winter. Bereits zum 8. Mal finden die Bavarian Open nun in Oberstdorf statt. Knapp 300 Sportler aus 26 Ländern sind ins Allgäu gekommen, um sich im Eiskunstlauf, Paartanz und Eistanz zu messen. Dieses Jahr sind die Bavarian Open besonders spannend, denn sie sind die letzte Vergleichsmöglichkeit vor der Juniorenweltmeisterschaft in Minsk. Und auch die letzte Möglichkeit, noch die eine oder andere Kleinigkeit zu verbessern. Das ist der letzte Härtetest für viele von diesen jungen Sportlern, nochmal sich fit zu machen und zu zeigen, ob sie auch wirklich alles beherrschen, um dann bei den Junioren-Weltmeisterschaften dann mit der richtigen Form an den Start zu gehen. Die Kür der Sportler wird monatelang im Vorfeld geplant und einstudiert. Innerhalb von nur 2,5 Minuten bewerten dann 8 Richter die Vorführung auf Schwierigkeit, Ausführung, Performance und Individualität. Wer möchte, kann sich aber auch selbst ein Bild von den Athleten machen. Ja, bei uns in der Eishalle ist es jetzt zu den frostigen Temperaturen draußen richtig warm. Also unsere Halle ist ja auch beheizt. Und wir haben jetzt am Samstag und Sonntag noch den ganzen Tag Wettkämpfe. Und wer dann sagen kann, einfach zur finalen Show noch kommen will, der ist herzlich eingeladen, dann am Sonntag 18 bis 19:30 Uhr so die Highlights noch einmal anzuschauen. Nachwuchs, Junioren und Meisterklasse. Sie alle messen sich dieses Wochenende im Eissportzentrum Oberstdorf in Kurzprogrammen und Küren. Ein eisiger Wettkampf, der mit Sicherheit noch einiges zu bieten hat.